Fertiggerichte. Große Auswahl, kinderleichte Zubereitung und Preise von unter einem Euro pro Portion. Die schnelle Mahlzeit aus der Fabrik. Aber was bekommen wir da eigentlich für den kleinen Preis? Ist das alles wirklich so nahrhaft lecker und gesund, wie uns die Werbung verspricht? Wie gut sind Fertiggerichte wirklich? Das würde ich sagen, finden wir jetzt heraus. Prozent der Deutschen essen Fertiggerichte. Ein Leben ohne die schnellen Sattmacher können sich die meisten Verbraucher gar nicht mehr vorstellen. Das gilt sogar für Sternekoch Nelson Müller. Wenn ich ganz ehrlich bin, für mich privat, da bin ich doch ganz froh, zwischendurch auf Fertigprodukte zurückgreifen zu können. Und ob das dann die Dose mit dem Hühnersuppentopf ist oder das Buttergemüse aus der Tiefkühltruhe, für mich ist da eigentlich nichts Schlimmes bei. Also in einem sind die alle ziemlich gut, im schöne Bilder machen. Also wenn man hier so drauf guckt, da denkst du echt, du bist hier irgendwo im Landgasthof. Nelson Müller muss es wissen. Als Sternekoch ist er Spezialist für Gerichte, die nicht nur auf Fotos lecker aussehen. Immer nur die besten Zutaten und viel Arbeit. Das Resultat sind dann solche kleinen Kunstwerke. Zum Essen fast zu schade, aber natürlich auch um einiges teurer als ein Fertiggericht. Bei Tiefkühldosen oder Tütenkost erwartet niemand kulinarischen Hochgenuss. Aber schmecken muss es schon. Meine Kinder, die essen schon mal ganz gerne Fertiggerichte. Ganz speziell solche Sachen wie Ravioli. Denen ist das schon manchmal zu viel, wenn ich immer frisch koche. Ich gucke eigentlich nur, ich bin nicht so für die Fertiggerichte. Aber manchmal für die Kinder was Schnelles. Zwischendurch, ja. Als Metzgermeister weiß ich, dass es Besseres gibt. Und trotzdem kauft man es. Ich bin alt genug und habe Zeit genug, um alles selbst zu kochen. Und das ist ganz wichtig, dann weiß ich, was drin ist. Die Lebensmittelskandale der letzten Jahre haben die Käufer verunsichert. Was ist wirklich drin in all dem industriell gefertigten Essen? Die Aufkleber mit den Zutaten geben zwar Antworten, aber wer versteht schon, was das alles bedeutet? Hier haben wir dann aber auch das volle Programm, ja? Diglyceriden von Speisefettsäuren. Ist klar. Salzgetrocknete Kartoffelfasern. Mononatriumglutamat, Dinatriummonisinat, wie auch immer. Begriffe, für die man ein Chemiestudium braucht. Für Verbraucher kaum zu verstehen. Beim näheren Hinsehen auf die Zutatenliste stolpert man dann doch über einige Begrifflichkeiten, die man erstens nicht kennt und die einen stutzig machen bzw. verunsichern. Wie gut diese Fertigprodukte letztendlich für uns sind, das würde ich sagen, finden wir jetzt heraus. In 5 Kategorien werden wir heute Fertiggerichte testen. Wie offen und ehrlich sind die Hersteller? Transparenz. Qualität. Was steckt wirklich drin? Wie gesund sind Fertiggerichte? Wie steht es um die Ökobilanz? Und natürlich, wie schmeckt das alles? Die gesetzlichen Lebensmittelvorschriften in Deutschland gelten als vorbildlich und streng. Wie schafft es die Industrie trotzdem, immer billigere Fertiggerichte anzubieten? Ein Testeinkauf bestätigt den Trend der letzten Jahre. Bei Tütensuppen kommen wir auf einen Durchschnittspreis von gerade mal 55 Cent pro Portion. Bei Konserven mit Fleisch, Nudeln oder Spargel im Schnitt auf rund 1 Euro. Nur wenig teurer sind Tiefkühlprodukte mit 1,57 Euro. Nicht pro 100 Gramm, sondern pro Portion. Am teuersten sind noch die Fertiggerichte aus der Kühltheke. Aber auch die gibt's im Schnitt schon für etwa 2 Euro. Wir wollen wissen, was da für so wenig Geld ins Essen kommt. Ein kleiner Hersteller, die Firma Miko im sächsischen Öderan, lässt uns genauer hinsehen. 20 Mitarbeiter produzieren hier Königsberger Klopse vom Band. Für Supermärkte und Discounter in Ost- und Süddeutschland.
Die Preisschwelle bei den Garschalengerichten liegt schon bei 2,99 Euro, also 3 Euro. Alles, was darüber ist, wird schwierig und auch dem Verbraucher dann schwer zu erklären, warum ist die Sache jetzt wirklich so teuer. 3 Euro, das ist die magische Grenze. Mehr sind die meisten Verbraucher nicht bereit, für ein Fertiggericht zu bezahlen. Dennoch sind die Zutaten für die Fertigklopse dieselben, die man auch zu Hause verwenden würde. Kartoffeln, Fleischbällchen, Sahne, Butter, Mehl und Gewürze. Was wir uns auf die Fahne auch geschrieben haben, alle Hauptzutaten, sage ich mal, regional zu beziehen. Die Kochklopse kommt aus einer nahen Fleischerei, 20 Kilometer entfernt. Die Kartoffeln aus der Nähe von Chemnitz. Billigzutaten vom anderen Ende der Welt können hier also nicht der Grund sein für die niedrigen Preise. Gespart wird bei der Firma Miko an anderer Stelle. Unser Vorteil liegt halt eben bei uns als ostdeutscher Hersteller am Personal. Also wir können leider nicht so viel, wie wir wollten, den Leuten bezahlen. Konkret bedeutet das Löhne unter 1.400 Euro brutto im Monat. Im strukturschwachen Osten Deutschlands ist das keine Seltenheit. Niedrige Löhne als Standortvorteil. Doch wie machen das die großen Markenhersteller, deren Fabriken auch im Westen liegen? Das hätten wir uns gerne angeschaut bei Dr. Oetker, Unilever oder anderen Großen der Branche. Insgesamt 64 Hersteller haben wir gebeten, uns Einblick in ihre Produktion zu geben. Bis auf die Firma in Sachsen sagen alle ab. Haben die Konzerne aus dem Pferdefleischskandal nichts gelernt? Gibt es etwas zu verbergen? Die Geheimniskrämerei der Hersteller macht Nelson Müller skeptisch. Es ist schon sehr erstaunlich, wie viele Billigfertiggerichte es gibt. Es gibt teilweise wirklich komplette Gerichte schon für 1,50 Euro. Wie diese großen Firmen allerdings zu diesen Tiefpreisen kommen, das verraten sie uns leider oft nicht. Und das macht uns als Verbraucher natürlich misstrauisch. Unser erster Test fällt enttäuschend aus. Für Offenheit und Transparenz gibt's nur einen von 5 möglichen Sternen. Und den auch nur wegen der löblichen Ausnahme aus Ostdeutschland. Als nächstes geht es um die Qualität. Nelson Müller muss jetzt selbst ans Werk. Um Fertiggerichte gründlich zu testen, hat er Gäste eingeladen. Sehr gut, sehr gut. Schon was mitgebracht hier. Unterwegs haben alle eingekauft. Fertiggerichte. So viele und so verschiedene wie möglich. Hi. Kommt rein. Ja, packt einfach mal aus. Was habt ihr mitgebracht? So unterschiedlich die Produkte auch sind, die Verpackung macht bei allen einen blendenden Eindruck. Aber wie viel Qualität steckt wirklich drin in Fertiggerichten? Und wie kann der Verbraucher das schon beim Einkauf erkennen? Was denkt ihr denn, wie gut sind diese Produkte? Wonach würdet ihr greifen? Also ich glaube, dass alles, was in Dosen ist, von der Wertigkeit noch am höchsten ist, weil letztendlich, das wird reingemacht, Dose zu, und dann ist das, glaube ich, relativ stabil. Ich meine, schau doch mal drauf, wie viel Spargel ist da drin? Hier, Zutaten, Wasser, Spargelspitzen, immerhin 12%. Ja, gut, okay. Laktose, Milch, Eiweiß, Spargelpulver, modifizierte Maisstärke, Säurungsmittel, Zitronensäure, Farbstoff, Beta-Carotin, Geschmacksverstärker, Mononatrium, Glutamat, Aroma. Also ich sag mal, da ist alles drin. Also. Über die Qualität von Essen entscheiden zuallererst die Zutaten. Und die müssen bei Fertiggerichten alle auf der Packung stehen. Die berüchtigten E-Nummern findet man dort nicht mehr. Dafür aber Begriffe, für die man ein Lexikon braucht. Also wenn ich jetzt mal hier so das die anschaue, was wir noch stehen haben, würde ich am ehesten diese Pasta-Soße nehmen. Ich hole die mal hier raus, weil ich glaube, das ist noch das, was eben halt nicht so völlig ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoff, ohne Aroma, ohne Geschmacksverstärker. Also du achtest da auch schon so ein bisschen drauf, was auf die Inhaltsstoffe. Viele Verbraucher wollen überhaupt keine chemischen Zusatzstoffe. Die Industrie hat sich darauf eingestellt und wirbt mit Verzicht. Aber Vorsicht! Bei diesem Nudelgericht etwa ist zwar tatsächlich kein geschmacksverstärkendes Glutamat enthalten, dafür aber Hefeextrakt. Und das enthält jede Menge Glutamat. In Bremerhaven finden wir nach langer Recherche doch noch einen weiteren Hersteller, der uns zu sich einlädt. Die Firma Frosta stellt tiefgekühlte Fertiggerichte her mit selbst auferlegtem Reinheitsgebot ohne Zusatzstoffe.
Wir haben also 2 Jahre lang sehr intensiv an diesem Reinheitsgebot gearbeitet. Man muss einfach irgendwie einen Schritt mal wieder zurückgehen und schauen, wie wird es denn eigentlich klassisch hergestellt. Es gibt auch heute noch immer wieder Dinge, wo wir dann drüber nachdenken müssen, wie können wir es denn eigentlich machen, dass es so ist, wie es eigentlich traditionell sein sollte. Zusatzstoffe machen der Industrie die Produktion leichter. Etwa, wenn sie dafür sorgen, dass die Fertiggerichte auch nach monatelanger Lagerung immer noch lecker aussehen. Kein Wunder, dass sie in der Lebensmittelbranche so häufig Verwendung finden. Wir wussten selbst gar nicht teilweise, was in unseren Rohwaren drin ist. Ein tolles Beispiel ist auch immer das Salz. Die wenigsten Leute wissen, dass alle unser Salz mit einem Rieselhilfsmittel versehen ist, was gar nicht deklariert werden muss. Und das haben wir dann, als wir uns mit den Dingen intensiv beschäftigt haben, erstmal festgestellt, was wir eigentlich noch an Dingen in unseren Produkten haben, von denen wir gar nichts wissen teilweise. Der Verzicht auf chemische Zusatzstoffe macht die Herstellung nicht billiger, sondern teurer. Bei Geschmack und Aussehen kann mit Substanzen aus dem Labor nicht nachgeholfen werden. Gemüse oder Fleisch müssen schonender zubereitet werden. Außerdem muss die Qualität der natürlichen Zutaten besonders gut sein. Bei der Gemüseernte etwa darf keine Zeit verloren gehen. Mit jeder Stunde bis zur Weiterverarbeitung bauen sich Vitamine ab. Die Qualität wird unwiderruflich schlechter. Das selbst auferlegte Reinheitsgebot hat bei Frosta zunächst zu einem schmerzlichen Umsatzrückgang geführt. Die Verbraucher waren nicht bereit, höhere Preise zu zahlen. Frosta-Produkte kosten zum Teil mehr als 4 Euro pro 500 Gramm und liegen damit oft über der für viele Verbraucher abschreckenden Preisgrenze von 3 Euro. Am Gesamtumsatz für Fertiggerichte von 15 Milliarden Euro haben die zusatzstofffreien Produkte von Frosta derzeit nur einen Marktanteil von unter 1%. Allerdings mit steigender Tendenz. Die allermeisten Hersteller von Fertiggerichten wollen nicht auf Zusatzstoffe verzichten. Mit welchen Tricks dabei gearbeitet wird, wissen nur wenige Insider. Wir sind mit Sebastian Lege verabredet. Der 34-Jährige ist Produktentwickler für Fertiggerichte. Zusatzstoffe sind nicht schädlich, aber umso mehr E-Nummern drin sind, natürlich umso minderwertiger auch das Grundprodukt, was drin ist. Sebastian Lege zeigt uns, wie man mit Zusatzstoffen sogenannten Formschinken zaubern kann, den Belag von Millionen Tiefkühlpizzas. Dieser Formschinken besteht nicht aus echtem Schinken, sondern aus Fleischresten vom Schlachthof. Fleisch, Fleischabschnitte, ja. Klein zerwürfeltes Fleisch, ja. Abschnittfleisch. Wir lassen das wieder zusammenwachsen zu einem Stück. Man nehme den Zusatzstoff Transglutaminase, ein Enzym, das wie ein Kleber wirkt. Passieren wir mal die Luft hier raus, um es dementsprechend stark aneinander zu pressen, um eine ideale Verklebung nachher zu erzielen. Jetzt muss das Ganze nur noch ins 60 Grad warme Wasserbad, damit der Fleischkleber seine volle Wirkung entfalten kann. Nach einer Stunde ist das Fleisch gar und die einzelnen Stücke sind fest miteinander verbunden. Und wir denken, wir essen ein komplettes Stück Fleisch. Aber in Wahrheit ist es Klebefleisch, hergestellt aus billigen Resten. Ich sag mal, die normale frische Theke greift auf solche Sachen nicht zurück. Das wird dann eher für Convenience-Produkte, Pizza, werden solche Sachen dann hergestellt. Das deutsche Lebensmittelrecht lässt die Bezeichnung Schinken für das Klebefleisch ausdrücklich zu, solange nur der Hinweis Form genannt wird. Deshalb also Formschinken. Tricksen mit Zusatzstoffen geht fast immer auf Kosten der Qualität. Weizeneiweiß heißt der Wunderstoff, der Kampfpreise beim Kinderhit Chicken Nuggets möglich macht. Unter 2 Euro für die 250-Gramm-Packung. Das ist ein Texturat aus Weizeneiweiß, was in einer ähnlichen Struktur ist wie Hühnerbrust. Damit die Nuggets später auch nach Huhn schmecken, kommen industriell gefertigte Aromen dazu. Anschließend wird die Masse mit viel Wasser verdünnt. Das spart Geld. Wasser ist günstig, Wasser ist funktionell und hält saftig. Wasser lässt sich gut verkaufen und solange man Wasser an was binden kann, ist der Profit umso höher. Noch ist unser Imitat aus Wasser und Weizen nicht so perfekt, dass man auf echtes Fleisch komplett verzichten kann. Deshalb kommt ein Anteil Huhn dazu. Allerdings nicht nur das Fleisch, sondern das ganze Tier, inklusive Fett, Haut und Knochen.
Im Mixer wird jetzt alles so klein gehäckselt, dass keine Knochenreste mehr erkennbar sind. So verwandelt sich das Hühnchenwasser-Weizengemisch in eine klebrige Masse. Allerdings würde das Ganze noch immer nicht als echtes Chicken Nugget durchgehen. Um die Illusion perfekt zu machen, fehlt noch das Wichtigste: die Panade. Unter Panade lässt sich einiges verstecken, ja? Unser selbstgerührtes Chicken Nugget besteht gerade mal zur Hälfte aus Huhn. Hersteller können so 30% Kosten sparen. Wer sich davor ekelt, muss genau auf die Packung sehen. Auf hochwertigen Nuggets steht als Zutat nur Hühnerfleisch. Billigere Nuggets sind zwar nicht gesundheitsschädlich, aber eben ein gestrecktes Kunstprodukt. Sieht gut aus. Goldgelb, wie ein Nugget sein soll. Ja. Das Nugget haben wir jetzt fertig. Ja, fertig paniert. Sollen wir mal gucken, ob es auch schmeckt. Beißen wir mal ganz mutig rein. Im ersten Moment haben wir natürlich eine weichere Struktur, aber einen vollmundigen Hühnergeschmack. Wenn man von der Bisskante reinguckt, denkt man wirklich, es ist einfach nur Hühnerfleisch, weil natürlich durch das langgezogene Texturat optisch kein Unterschied zu machen ist. Nur wenn man unser Nugget quer aufschneidet, kann man erkennen, dass hier kein reines Hühnerfilet unter der Panade steckt. Billige Zusatzstoffe ersetzen teure Zutaten. Für Verbraucher sind solche Tricks oft kaum zu erkennen. Besonders im unteren Preissegment sind Fertiggerichte oft eine geschickte Täuschung. Wer Qualität haben will, muss in der Regel auch mehr bezahlen. Was die Qualität angeht, muss man sagen, es gibt eine Menge Hersteller, die mit tollen Zutaten arbeiten und die auch so arbeiten, als würde man zu Hause kochen. Das ist natürlich schön. Es gibt aber leider auch einige Hersteller, die mit sehr vielen Zusatzstoffen arbeiten und damit an der Qualität der Zutaten sparen. Das ist natürlich nicht so schön. Ja, als Tipp von mir vielleicht noch, unbedingt aufs Kleingedruckte zu achten. Und man kann generell sagen, je weniger unaussprechliche Zusatzstoffe in so einem Produkt sind, desto besser. Und als zweiten Tipp vielleicht noch, auf der Zutatenliste, das, was ganz oben steht, davon ist immer am meisten drin. Unsere Wertung in Sachen Qualität, 3 von 5 möglichen Sternen. Denn Hochwertiges ohne Zusatzstoffe findet man bei Fertiggerichten nur selten. Und wie ist es mit der Gesundheit? Wenn man sich so ein Fertiggericht kauft, dann überlegt man doch auch so ein bisschen, ist das gesund, ist das gut für meinen Körper? Was denkt ihr denn darüber? Also ich glaube, dass das frisch gekochte einfach besser ist als die Fertiggerichte. Ich bin auch sicher, dass es nicht so gesund ist, wie wenn man es selbst kocht. Mhm. Dann kannst du ja selber entscheiden, wie viel Öl, Fett und Zucker und was weiß ich erst da reinkommt. Also je mehr ich jetzt so ein Produkt verfremde, also in so einer Form, dass das getrocknet wird und so, desto mehr geht verloren. So. Ich denke, so ist das. Und man kann es im Zweifelfall auch als Musikinstrument verwenden. Aber ist selber kochen wirklich besser für die Gesundheit? Unser nächster Test: Selbstgekochtes gegen Fertigware. Wir lassen 3 beliebte Gerichte nachkochen: Fertiggericht oder selbstgemacht. Was ist gesünder? Hobbykoch Rainer Jablinski versucht sich an Schweinegeschnetzeltem. Als Fertiggericht und selbstgekocht. Beides für rund 2 Euro pro Portion. Bei Franziska Tarasow gibt es Reisgemüsepfanne. Aus der Tiefkühltruhe für 2,59 Euro. Und selbstgemacht für weniger als 2 Euro. Marianne Wardin brüht uns Hühnersuppe. Selbstgekocht und aus der Dose für jeweils unter 1 Euro pro Portion. Danach werden wir Fertiggerichte und Selbstgekochtes im Labor untersuchen lassen. Marianne Wardin glaubt, dass die Fertigware weniger gesund ist. Selbstgemacht ist halt selbstgemacht, ne? Fertigkost kommt bei der 87-Jährigen höchstens aus Zeitgründen auf den Tisch. Aus der Dose geht's schneller, aber schmecken tut's wahrscheinlich doch selbstgemacht besser. Aber wie steht's mit der Gesundheit? Fehlen im Fertigprodukt Vitamine und Nährstoffe oder verkocht beim Selbstgemachten zu viel auf der Platte? Auch in dieser Frage setzt Marianne auf ihre 7 Jahrzehnte Erfahrung am Herd. Ich denke schon, dass meine gesünder ist. Die ist ja ganz frisch und auch frisch gekocht und hergestellt. Und da wird natürlich mehr drin sein.
Schon allein die frischen Möhren und so, das schmeckt natürlich herzhafter, das ist klar. Da sehe ich mal alle halbe Stunde ein Fusselchen von Möhre. Und was denkt Franziska? Ist ihre Reis-Gemüsepfanne gesünder als das Fertiggericht aus der Kühltruhe? Also ich denke, die wird sehr gut. Können wir am Ende probieren. Auf jeden Fall sind da mehr Vitamine drin. Wird das im Labor bestätigt werden? Und wie steht es um die Zusatzstoffe? Es geht ja trotzdem immer noch um die Konservierungsstoffe. Kann ich natürlich nicht wissen, ob hier welche drin sind, aber das denke ich jetzt. Sachen, die ungekühlt über Jahre haltbar sind, kann nicht gesund sein, kann auch kein Lebensmittel sein. Also wird irgendetwas anderes sein. Als junger Mann war Rainer Jablinski beim Essen nicht so wählerisch. Heute als Hobbykoch legt er Wert auf gute Zutaten. Ich denke mal, dass sich die Lebenseinstellung im Laufe der Zeit geändert hat. Viele Lebensmittel, die wir heute einfach fertig kaufen, keine Lebensmittel mehr sind. Dass mir da viel zu viele Sachen drin sind, die ich nicht kenne, die ich nicht verstehe. Und dass es mir aber auch einfach Spaß macht, selbst zu kochen. In Rainers Schweinegeschnetzeltes kommen nur Zutaten, mit denen er sich auskennt. Erst einmal ganz viel Fleisch. Später noch Zwiebeln, Möhren und Tomaten. Schön gebraten mit reichlich gutem Fett. Dazu gibt es Nudeln, gekocht in Instantbrühe. Dann steht das Selbstgekochte neben dem Fertiggericht. So, jetzt suchen wir das Fleisch. Da haben wir es. Schon mal verdächtig finde, wenn jedes ein Stück Fleisch so aussieht wie das andere Stück. Also, vielleicht ist es doch Formfleisch, oder? Das sind also die Nudeln. Erinnert mich eher an Bregen, aber vollkommen pampig. Also, das Duell gewinnt ganz klar ich. Ja, also, wir haben alles selbst gemacht, da liegen wir einfach weit vorne. Anders geht's gar nicht. Um herauszufinden, ob unsere Testköche wirklich richtig liegen, schicken wir ihre selbstgekochten Gerichte zusammen mit den Fertigprodukten nach Braunschweig ins Labor. Tagtäglich analysieren Lebensmittelchemiker hier Fertiggerichte auf ihre Inhaltsstoffe. Oft in staatlichem Auftrag. Heute für uns. Ihr Vorgehen ist immer gleich. Erst werden alle Bestandteile, die man mit bloßem Auge sehen kann, penibel sortiert. Um das Verhältnis der einzelnen Zutaten zu bestimmen. Dann wird alles wieder vermischt, zerkleinert und analysiert. Die Zusatzstoffe für die Konservierung oder fürs Aroma haben aus Sicht der Experten für die Gesundheit kaum Bedeutung. Kein Zusatzstoff darf in der EU und in Deutschland natürlich auch verwendet werden, wenn er nicht zugelassen ist und somit auch gesundheitlich geprüft worden ist. Insofern ist diese grundlegende Angst vor Zusatzstoffen schon mal nicht berechtigt. Die vielen Zusatzstoffe aus der Industrie spielen also keine große Rolle bei der Frage, ob Essen gesund ist oder nicht. Aber wie steht es um den Vitamingehalt und die Nährstoffe? Gibt es wenigstens dort Unterschiede zwischen selber gemacht und Fertigkost? Das erste Ergebnis: Bei unserem Schweinegeschnetzelten hat das Selbstgekochte viel mehr Nährstoffe, aber auch viel mehr Kalorien. Das liegt am hohen Fleischanteil. Beim Reisgemüse erwarten die Chemiker viel Vitamin C im Tiefkühlprodukt. Tatsächlich liegt der Wert fast bei null. Franziska hat besser gekocht als die Industrie. Die beiden Hühnersuppen dagegen unterscheiden sich kaum. Mehr Fett in der selbstgekochten, dafür aber mehr Vitamin C. Alles in allem ein Unentschieden. Es sind eigentlich keine wirklich wesentlichen Unterschiede rausgekommen, wenn man an die Gesundheit der Verbraucher denkt. Also das heißt, auch derjenige, der gar keine Zeit findet, zu Hause zu kochen, kann sich gesund ernähren, wenn sie die Vielfalt beachten und nicht immer das gleiche Produkt kaufen, sondern durchaus auch ihren Speiseplan vielfältig zusammenstellen. Zum Thema Gesundheit kann man nur sagen,
Fertiggerichte haben nicht automatisch weniger Nährstoffe als selbstgekochtes. Was andersrum wieder heißt, dass man sich auch mit Fertiggerichten gesund ernähren kann. Aber wie so oft im Leben geht es hier auch wiederum um die Mischung. Man sollte sich einfach abwechslungsreich und ausgewogen ernähren. Jeden Tag Pizza ist einfach ungesund. Das spielt dann keine Rolle, ob die selbst gemacht ist oder ob das eine Fertigpizza ist. Unsere Wertung: 4 von 5 möglichen Sternen. In puncto Gesundheit sind Fertiggerichte besser als ihr Ruf. Vorausgesetzt, man isst nicht jeden Tag Pizza. Aber die meisten Fertiggerichte werden wohl nicht der Gesundheit zuliebe gekauft, sondern schlicht aus Zeitgründen. Denn Fertigkost geht schnell und selber kochen dauert lange. Aber stimmt das überhaupt? Ich würde gerne ein kleines Experiment machen, um zu zeigen, dass man auch frisch in unheimlich schneller Zeit kochen kann. Und ich behaupte jetzt mal, dass ich innerhalb von 7 Minuten ein hochwertiges Gericht mit Fleisch, Soße, Sättigungsbeilage und Gemüse herstellen kann. 7 Minuten. So schnell kommt nicht mal eine Tiefkühlpizza fertig aus dem Ofen. Nelson will beweisen, dass man in so kurzer Zeit auch richtig frisch selber kochen kann. Boah, guck, das ist ja geil. Und ich würde gerne machen ein Schweinemedaillon mit einer Pfeffersoße, so ein bisschen Pilzrahmen, also Pilzgemüse und Kartoffelpüree. Ja, aber Kartoffeln gehen doch niemals in 7 Minuten. Hm. Ja, wir werden sehen. Von der rohen Kartoffel zum fertigen Püree in 7 Minuten? Für dieses kleine Kochwunder braucht man zuallererst flinke Hände. Eigentlich logisch. Je dünner die Scheiben, desto schneller sind sie gar. Auch die Schweinemedaillons sind im Handumdrehen in Form gebracht. Wer dieses Highspeed-Kochen auch mal probieren möchte, sollte sich ein scharfes Messer besorgen und für alle Fälle Verbandzeug bereitlegen. Schon nach 4 Minuten sind alle Zutaten in Topf und Pfanne. Trotzdem läuft Nelson die Zeit davon. Kaum zu glauben, nach nur 6 Minuten ist das Püree schon fertig. Für unseren Sternekoch ist diese Show-Einlage natürlich auch eine Frage der Ehre. Deshalb verschenkt er beim Anrichten wertvolle Sekunden. Schlecht fürs Tempo, gut für die Optik. Nach knapp 9 Minuten ist Nelson mit seinem selbstgekochten Expressgericht fertig. Nicht so bequem wie Fertigkost aus der Mikrowelle, aber dafür schmeckt es richtig gut. Nee, wirklich. Unglaublich. Und das in 8 Minuten. Soll es echt noch werden. Frische Zutaten und nur wenige Minuten in der Küche. Selbstgekochtes muss nicht länger dauern als ein Fertiggericht. Auch wenn es bei den meisten Hobbyköchen vielleicht nicht ganz so schnell geht wie beim Profi. Ich glaube, es sind die Messer, das sind halt so Highclass. Die Message ist ja die, dass man einfach sagt, frisch kochen dauert auch nicht so lange und auch nicht so viel länger. Und wenn man jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten braucht, ist es ja wirklich völlig in Ordnung, ne? In unserem nächsten Test geht es um den Zusammenhang von Essen und Umwelt. Wie schneiden Fertiggerichte eigentlich in der Ökobilanz ab? Was denkt ihr denn, was für die Ökobilanz besser ist? Selber kochen oder Fertiggerichte? Ganz ehrlich, ich habe nie darüber nachgedacht. Ja, das mal, musst du jetzt mal drüber nachdenken. Selber kochen, es hat weniger Müll. Also wie Dosen, Tüten. Stimmt das wirklich? Ist selber kochen tatsächlich besser für die Umwelt? Um das herauszufinden, macht Familie Schleierbach aus Osnabrück für uns ein Experiment. Hühnerfrikassee soll es heute geben. Einmal selbst gekocht und einmal als Tiefkühlgericht. Ich hoffe einfach, dass
heute günstig rauskommt, dass es eben das selber Kochen doch noch einen hohen Stellenwert hat, was die Ökobilanz angeht. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, wie man so kocht, ob man so darauf achtet, dass das alles immer, muss das immer sprudelnd kochen oder kann man vielleicht auf den Herd schon mal ein bisschen runterdrehen oder so. Davon hängt bestimmt auch viel ab. Da vorne sind die Möhren. Die oder? Ja, von denen da. Einer reicht. Mhm. Mehl. Wir brauchen doch für die Mehlschwitze Mehl. Mehl. Ja. Da. Das hier. Der Himalaya-Basmati. Den nehmen wir. Ihren frischen Einkauf haben die Schleierbachs schnell erledigt. Bei der Auswahl des Fertiggerichts fehlt ihnen ganz offensichtlich etwas die Übung. Jetzt kommt die Prozentrechnung wieder. 15%. Das heißt, das sind ja, das ist ja nicht viel. Ne? Nach intensiver Beratung steht das passende Fertiggericht fest. Ein Hühnerfrikassee aus dem Beutel. Für unseren Test kocht die Familie ausnahmsweise nicht zu Hause, sondern in einer Versuchsküche der Uni Osnabrück. Hier kann der Energieverbrauch beim Kochen exakt gemessen werden. Fertiggericht gegen Selbstgekochtes. Die nächste Runde. Wir wollen wissen, wie unterscheidet sich der Stromverbrauch bei der Zubereitung der beiden Gerichte? Das fängt jetzt so langsam an zu köcheln. Das kann ich doch jetzt auch schon kleiner drehen, ne? Weil wenn es jetzt anfängt, dann braucht es ja nicht mehr auf 12. Denn das muss ja hier nicht wie verrückt kochen und Unmengen an Wasserdampf produzieren. Mit fein dosierter Energiezufuhr will Familie Schleierbach dem Selberkochen zum Sieg in der Ökobilanz verhelfen. Perfekt. Sieht aber schon, finde ich, jetzt gut aus. Oh ja. Fertig. Das Ergebnis? 0,41 Kilowattstunden haben unsere Tester beim Selberkochen verbraucht. Das ist immerhin nur die Hälfte des Durchschnitts für ein selbstgekochtes Mittagessen in Deutschland. Und jetzt das Fertigfrikassee. Unaufgetaut mit 6 Esslöffel Milch in eine Pfanne geben und auf höchster Stufe erhitzen. Auf höchster Stufe erhitzen. Die Schleierbachs halten sich strikt ans Rezept auf der Verpackung. Man sollte ja mal eine passende Platte für das Kochgerät wählen. Okay, es ist nicht optimal. So ist es. Also für mich? Nee, so ist es jetzt nicht. Stimmt, die Pfanne ist etwas kleiner als die Platte. Das ist für die Ökobilanz des Fertiggerichts nicht optimal. Aber unsere Tester tragen es mit Fassung. Wenn schon Energie verschwenden, dann wenigstens beim ungeliebten Fertiggericht. Guck, das geht schon gleich die Post ab hier. Gut. Ja, jetzt ist fertig. 0,165 Kilowattstunde. Oha. Ein eindeutiges Ergebnis. Selbstkochen verbraucht mehr als doppelt so viel Energie wie das Fertiggericht. Das fand ich jetzt spannend, dass das dabei rauskommt. Das heißt also, dann wird man sich in Zukunft wahrscheinlich noch bewusster hier mit dem An- und Ausschalten der verschiedenen Herdplatten oder des Ofens befassen, weil es ja doch relativ viel Energie ist, die da so reingeht. Aber das Kochen ist natürlich nur die halbe Ökobilanz. Herstellung und Transport verbrauchen ja auch schon Energie. Allein bis alle Zutaten produziert und in der Fabrik sind, werden für den 500-Gramm-Beutel Hühnerfrikassee 695 Gramm CO2, also Kohlendioxid, freigesetzt. Produktion und Verpackung in der Fabrik erhöhen das CO2-Konto weiter. Bis das Hühnerfrikassee endlich in der Tiefkühltruhe im Laden liegt, hat es 775 Gramm CO2 verursacht. Klingt viel, aber tatsächlich haben die Zutaten für ein frisch gekochtes Frikassee ziemlich genau die gleiche Menge CO2 verursacht, bis sie im Laden liegen. Zum Schluss kommt aber dann noch der Verbraucher ins Spiel. Einkauf, Lagerung zu Hause und vor allem die Zubereitung schlagen beim Fertiggericht mit etwas weniger CO2 zu Buche als beim Selberkochen. Am Ende hat das Fertiggericht 1120 Gramm CO2 verursacht und damit, wenn auch knapp, unseren Test gewonnen. Der Umwelt zuliebe muss man also nicht unbedingt selber kochen. Dass die Fertiggerichte in der Ökobilanz so gut abgeschnitten haben, muss ich sagen, hat mich schon erstaunt. Wobei, wenn man drüber nachdenkt, wird einem auch schnell klar, dass die Industrie natürlich
auf Masse produziert wesentlich effizienter arbeiten kann, als wenn ich das zu Hause mache. Ich denke, der entscheidende Faktor in der Ökobilanz ist die Frage, wie wir Verbraucher unseren Einkauf organisieren. Ich meine, es ist eigentlich klar, dass es keinen Sinn macht, mit dem Auto für eine Tüte Tiefkühlspinat in den Supermarkt zu fahren. Da ist es nämlich dann schon so, dass diese eine Fahrt mehr CO2-Ausstoß verursacht als die ganze Produktion und Lagerung eines Produktes. Ein verblüffendes Ergebnis. Die Ökobilanz von Fertigkost ist nicht schlechter als bei selbstgekochtem. Dafür gibt's 4 von 5 möglichen Sternen. Aber jetzt das Wichtigste. Unser Geschmackstest. Wer ist ein guter Dosensuppenkoch? Glaube ich. Ja. Also meine Mutter hat mir beigebracht, man muss so eine Dose, die muss man dann noch mal so ein bisschen ausspülen. Weil es ist ja auch so, dass ein bisschen was verdunstet jetzt gleich beim Erwärmen. Die Vorspeise, 8 verschiedene Spargelcremesuppen. Aus der Dose und aus der Tüte. Nelson und seine Gäste müssen blind verkosten. Keiner weiß, welches Produkt sich in welchem Schüsselchen befindet. Aus jeder Reihe gehört euch ein Schälchen. Okay. Dann nehme ich die zweite Reihe. Dann nehme ich die dritte. Probiert einfach mal, alle Sinne öffnen und dann bin ich mal gespannt, was ihr für euch als am besten empfindet. Jeder muss die 8 Suppen einmal kosten. Also das schmeckt einfach nicht nach Spargelsuppe, aber es schmeckt gut. Ich bin jetzt bei der dritten und habe das erste Mal ein Stück Spargel zwischen Zähnen gehabt. Das ist natürlich auch eigentlich erfreulich für eine Spargelsuppe. Bäh. Schmeckt so nach Alkohol oder so, ne? So ganz schmeckt nach keine Ahnung. Man muss aber sagen, dass das wirklich sehr große Geschmacksunterschiede sind. Unser erstes Zwischenfazit. Nicht nur die Auswahl ist riesig, sondern auch die Unterschiede im Geschmack sind es. Und welche Suppe hat am besten geschmeckt? Unter den Schälchen steht der Hersteller. Die 3 das war die Feinschmeckertüte. Ja. Wow, aber dafür ist sie ganz schön gut, ne? Feinschmecker von Knorr. Wow. Also ich bin Tütenfan. Also ich fand die auch sehr lecker. Man hat schon gespürt, dass da Spargelstückchen, also getrocknete Spargelstückchen drin sind. Also ich würde die mal wieder nehmen auf jeden Fall. 1,19 Euro kostet die Feinschmeckersuppe von Knorr. Aber auch die Dosensuppen finden Anklang. Das Ding ist ja nur wirklich, hier, ich finde, die sieht aus wie so eine Spargelsuppe aus so einem Wirtshaus. Da ist so ein richtiges Stück Spargel drin. Das hat auch so eine, die ist auch nicht so glatt gekämmt wie die anderen irgendwie so. Die sieht irgendwie so aus, ob die echt einer gemacht hätte. Spargelsuppe ist einfach eine leichte Suppe, was Frühlingshaftes, Natürliches. Und deswegen habe ich mich dann für die entschieden. Also die, ich hätte nicht gedacht, dass mir eine Dosensuppe schmeckt. Ein denkbar knappes Ergebnis. 3 unserer Tester finden die Knorr-Tütensuppe am besten. 3 andere die Dosensuppe von Langbein. Die sind fast gleich auf, ehrlich gesagt. Nelsons Urteil muss die Entscheidung bringen. Aber ich habe mich dann doch am Ende für die letzte Suppe entschieden, weil eben da auch noch die ganzen Spargelstücke drin sind. Und das hat für mich eine herrliche Natürlichkeit gehabt. Und von daher war das mein Favorit. Damit gewinnt eine der teuren Suppen im Test. Von Jürgen Langbein für 1,72 Euro. Als Hauptgericht gibt's Spaghetti Bolognese. Ein echter Dauerbrenner bei den Fertiggerichten. Die Zubereitung ist in allen Varianten kinderleicht und dauert höchstens 12 Minuten. Bequem und praktisch, mal getrocknet, mal zum Aufwärmen. Aber schmeckt es auch wenigstens ein bisschen so wie beim Italiener um die Ecke? Ja, kommen wir zum Hauptgang. Heute ein bisschen in Tapas-Form dargereicht, ja. Und jetzt guten Appetit. Parmesan fehlt. Die schmecken erstaunlich gut hier, ne? Ja, bitte. Wenn man Hunger hat, schön. Das schmeckt jetzt nicht nach Tomatensoße, richtig? Nee. Das ist was anderes. Aber Bolognese hat das nichts zu tun. Oh. Wasser? Das würde ich gerne mal jemandem bei so einem ersten Date servieren, was er dazu sagen würde, wenn ich ihm so ein Nugget-Nudel-Paket. Würde wieder gehen. Habt ihr schon einen Favoriten? Nee, ich muss noch mal durchprobieren. Und es kommt noch schlimmer. Boah, das hat einen ganz komischen Nachgeschmack. Oder? 8 Wege zu sterben, ne? So ein bisschen. Ich habe mich entschieden.
Diesmal ist das Urteil unserer Testesser einstimmig. Alle haben sich für die Fertigsoße aus dem Glas von Miracoli entschieden. Kombiniert mit frischer Pasta von Hilcona. €1,99 kostet diese Kombination pro Portion. Da kann ich mich dahinter stellen, das finde ich in Ordnung. Der Rest geht nicht. Ja. Hier lohnt es sich doch wirklich selber zu kochen. Ja. Vielleicht kann der Nachtisch die Enttäuschung wieder wettmachen. Es gibt Grießbrei. Und wieder haben wir uns quer durchs Sortiment der Supermärkte gekauft. Und alles nach der aufgedruckten Anleitung zubereitet. Ja, zu jedem Menü gehört natürlich auch ein Dessert. Grießbrei. Ich persönlich esse sehr gerne Grießbrei. Ich bitte euch jetzt wieder zu probieren. Und siehe da, diesmal probieren sich die Tester mit offensichtlichem Genuss durch die Gläser. Wie muss denn für euch so ein Grießpudding schmecken? Grießbrei ist für mich Milch und dieser Grieß, die Kombination. Also er muss ein bisschen körnig sein. Es ist schön sahnig, nicht zu wabbelig. Es muss so einen Baby-Touch haben. Ein Baby-Touch? Mhm. Da erkenne ich aber ein klares Mann-Frau-Gefälle hier, ne? Die Frauen mögen es lieber cremig. Für die Herren der Schöpfung ist die leichte Körnung wichtig. Das bedeutet unterm Strich, die Damen finden den Landliebe Grießpudding am besten, die Männer das Produkt von Dr. Oetker zum Selberkochen. Der eine Testsieger für 69 Cent, der andere für 38. Allerdings kommt noch die Milch dazu. Der Geschmackstest hat einige Überraschungen mit sich gebracht. Es waren natürlich viele Produkte, die mir nicht so gefallen haben, aber es war auch Schönes dabei. Gerade bei den Suppen oder beim Grießbrei. Aber ich denke, am Ende des Tages ist das alles Geschmackssache. Und von daher kann ich nur den Tipp geben, möglichst viel auszuprobieren, auf eine kleine Zutatenliste zu achten. So hat man eine Chance, für sich was Schönes und Leckeres zu finden. Unser Geschmackstest fällt durchwachsen aus. Nur 2 Sterne. Suppe und Nachtisch? Okay. Aber beim Hauptgericht hatten unsere Tester große Mühe, überhaupt etwas Genießbares zu finden. Wie gut sind Fertiggerichte? Unsere Eingangsfrage lässt sich nicht so eindeutig beantworten. Bei Transparenz und Offenheit haben die Hersteller großen Nachholbedarf. Geheimniskrämerei macht Verbraucher misstrauisch. In Sachen Qualität heißt es, Vorsicht bei Billigware. Je mehr Zusatzstoffe ein Produkt enthält, desto minderwertiger sind oft die eigentlichen Zutaten. Wer auf seine Gesundheit achten möchte, muss um Fertigkost keinen Bogen machen. In unserem Gesundheitscheck liegen Selbstgekochtes und Fertigware gleich auf. Auch die Ökobilanz von Fertiggerichten ist erstaunlich gut. Die Industrie kocht effizienter, als man es zu Hause kann. Dafür gibt es allerdings mehr Müll bei den Verpackungen. Das große Manko bleibt der Geschmack. Nur 2 Sterne haben unsere Testesser den Fertiggerichten gegeben. Vor allem wegen der schlechten Bolognese-Soße. Unterm Strich kann man sagen, Fertigprodukte sind besser als ihr Ruf. Das heißt, man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man mal nicht selber kocht und zu Fertigprodukten greift, wenn es mal schnell gehen muss. Und was natürlich auch noch ein entscheidender Faktor ist, der natürliche Geschmack eines Produktes. Um den wirklich zu schmecken, muss man seine Geschmacksnerven stetig trainieren. Und das kann man einfach nur, indem man selber kocht. Fertiggerichte, besser als ihr Ruf. Und manche schmecken sogar gut.